Herzlich willkommen zu einem weiteren Video, Leute. Heute habe ich wieder was ganz Besonderes für euch. Und zwar waren wir letztes Jahr, als ich in Dubai war, in dem Apartment meines Kumpels. Heute sind wir nicht mehr in seinem Apartment, sondern er ist umgezogen in ein Penthouse im 79. Stock hier in der Dubai Marina. Und ich würde sagen, ich muss nicht weiter reden, ich zeige euch einfach mal das Apartment. Kommt mit, kommt rein und lasst uns anfangen. Let's go. Ihr seht, haben wir eine wunderschöne große offene Fläche hier. Hier rechts geht es mit der Treppe nach oben, das zeigen wir euch später. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Gästebad an. Hier ist natürlich der Versace-Vorleger, ganz wichtig. Und wenn man hier reinkommt, sieht man, es ist sehr auf Zen angelegt. Wir haben die Buddha, wir haben hier Duftkerzen, wir haben hier noch einen Buddha da hinten. Die Tom Ford Parfums dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und dann kann man hier einmal nochmal weiter durchkommen. Das heißt, wenn man jetzt eine Party hat, kann man hier die Tür zumachen und hat quasi sein eigenes WC hier mit einem Waschbecken. Und ist nicht angewiesen, dass wenn andere Leute ihre Hände waschen wollen oder die Mädels sich das Make-up mal machen wollen, können sie das auch gleichzeitig machen. Hier haben wir ein wunderschönes, selbstgemaltes Bild von meinem Kumpel, passend zum Klo, würde ich sagen. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein wunderschönes Badezimmer. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einmal weiter, wie ihr hinter mir schon sehen könnt, die sozusagen Chill-Area, wo wir hier haben wir so eine wunderschöne Cloud-Couch. Mega bequem, kann ich nicht empfehlen für ältere Leute, weil die wahrscheinlich nicht mehr hochkommen werden, weil diese Couch einfach so bequem ist. Du sinkst da richtig rein, wie in Wolken, es ist wunderschön. Da kann man mega geil drauf liegen, man schläft aber leider auch mega schnell ein. Ja, hier haben wir einen großen Tisch, wo ein bisschen Deko drauf ist. Hier haben wir die Supreme Gun, darf natürlich auch nicht fehlen. Jetzt, wenn wir hier weitergehen, haben wir neben diesem großen 90-Inch Fernseher haben wir diese COS Dolls. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Diese hier hat einen Wert von 8.500 Euro und die andere, die hier auf der Seite ist, hat halt einfach einen Wert von 4.500 Euro. Und diese COS-Dolls oder Bear Bricks, die werdet ihr auch hier im ganzen Apartment rumsehen. Mein Kumpel mag das sehr. Wie ihr hier hinter mir seht, haben wir hier dieses Bear Brick-Bild. Das hat auch ein paar tausend Euro gekostet. Hier haben wir so eine kleine Sitzecke mit einem Hermes-Kissen drauf. Natürlich eine Kalaschnikow-T-Shirt darf auch nicht fehlen. Und ja, hier kommen wir auch schon zur Bar, wo man halt sich ein paar Drinks mixen kann. Wieder die paar Costols, wie wir ja schon mehrmals gesehen haben. Gin, Tequila, Wein, alles was das Herz begehrt. Natürlich der Wodka darf auch nicht fehlen. Und ja, dann würde ich sagen, kommt mal mit. Wir machen gleich weiter. Hier ist quasi ein offener Bereich, wo mein Kumpel gesagt hat, er packt so einen Tischtennistisch hin. Schon ein paar Mal drauf gespielt, mega witzig. Der Holz muss natürlich immer weggenommen werden, aber steht halt hier als Deko rum. Wir haben die Louis Vuitton-Schläger natürlich auch am Start. Ihr seht, Weihnachten ist hier noch in Full-Effekt. Hinter mir seht ihr, ich darf natürlich das Lachs-Border-Schild nicht sehen, das ist so sein Ding, keine Ahnung, seit wann er das hat, aber das habt ihr im letzten Apartment auch schon gesehen. Hier haben wir noch ein paar Geschenke rumstehen. Ja, und dann würde ich sagen, zeige ich euch mal, was dieses Penthouse auch so besonders macht. Und zwar haben wir nicht ein, sondern zwei Balkone hier. Einen kleineren und einen größeren. Wir zeigen euch jetzt erstmal den kleineren und danach geht es zu dem größeren und die sind wunderschön. Also Leute, folgt mir hier raus. Und dieser Ausblick ist unfassbar. Den kriegt man fast nirgendwo in Dubai. Ausblick ist unfassbar. Man sieht die ganzen Tower, man sieht das Burj Al Arab, man sieht hier die ganzen Palme fast. Das ist wirklich atemberaubend. Ja. Jedes Mal, wenn man hier rauskommt, ist es wieder und wieder ein Baufaktor, wo einem wirklich so ein bisschen das Herz stehen bleibt, wenn man erstmal auf diese Höhe hier im 79. Stock sieht und fühlt. Würde ich sagen, machen wir mal weiter mit der S-Ecke und zeigen euch den zweiten und größeren Balkon. Floorplan hier und hier haben wir den Tisch hier unten, wie man sieht, es ist eigentlich ein Teppich da, aber der ist sehr teuer und weil sein Hund noch relativ klein ist, hat er hier zur Sicherheit diese Schutzdecken drüber gelegt, weil es wäre schade, wenn hier was ruiniert wird. Hinter mir wieder so eine kleine Sitzecke, wieder mit so ein paar Puppen, die er sehr feiert.
hat seine Schals hier rumgepackt. ja, Sitzecke ist natürlich echt nice, mir gefällt sie mega, auch von den Farben her, weil es ein bisschen wärmer ist, diese Brauntöne und Grüntöne. Hier haben wir das Besteck, schön sortiert. Hier haben wir wieder ein Bear Brick Bild, das auch wieder ein paar tausend Euro gekostet hat. Ja, hier sitzt man, isst man, hat eine gute Zeit, haben wir auch schon Monopoly gespielt mit Freunden und ja, ist auf jeden Fall immer sehr schön. Aber jetzt geht es zu dem, was dieses Penthouse wirklich ausmacht, der große Balkon. So große Balkone, hat eigentlich kein Apartment hier in Dubai. Also das ist wirklich auch das erste Mal, dass ich es persönlich gesehen habe, Das ist der Grund, warum er sich in dieses Penthouse verliebt hat und es sich gekauft hat, weil das, was man nie kriegt, kriegt man sonst nirgendwo. Komm. Wie ihr sehen könnt, es ist einfach ein riesiger Balkon. Man hat hier genügend Platz zum Chillen mit mehreren Freunden. Man kann hier eine Shisha abends rauchen, diesen Ausblick genießen. Man sieht einfach alles, aber es geht eben um diesen Platz. Dass man so weit hier rauskommen kann, so viel machen kann, so viel Platz hat, das hat man eigentlich in Dubai nicht. Wenn ihr hier die anderen Apartments seht, dieser Tower hier zum Beispiel hat nicht mal einen Balkon, nirgendwo. Der da drüben hat nur ein paar kleine. Hier ist auch nur ein kleiner, dass man so einen Balkon kriegt wie hier, ist eigentlich unfassbar in Dubai. Und das wirklich ist, was dieses Penthouse so besonders macht, dass man eben diese ganze Outdoor-Fläche hat. Und das Beste ist, dass es nicht nur auf diesem Stock, dem 79., sondern oben, wo die ganzen Schlafzimmer sind, gibt es nochmal genau die zwei selben Balkone nochmal. Und ja, das ist einfach... Das kriegt man sonst nicht in Dubai. Kein anderes Apartment hier, kein anderer Apartment Tower, kein anderes Penthouse hat wirklich so welche Outdoor Spaces. Das ist einfach Abendraum. So, jetzt wieder drin, zeige ich euch noch die Küche hier unten. Kommt mal mit. Das ist ein Butler, der hier quasi lebt und arbeitet. Hier ist das Zimmer von ihm links. Das zeigen wir natürlich nicht, aus Privatsphäregründen natürlich. Ja, hier ist eine Küche. Kommt mal rein, wir haben hier die Sachen von Dietrich und ja, man hat auf jeden Fall einen geilen Ausblick, wenn man hier am Kochen ist. Kann man sich auf jeden Fall mal geben, aber ist halt auch eine Küche. Also, weiter geht's. So, jetzt sind wir wieder hier beim Eingang und bevor wir hier links hochgehen, will ich euch noch was anderes ganz Besonderes hier an dem Apartment zeigen. Erstmal hinter mir, ihr habt euch wahrscheinlich schon gefragt, warum ich diese komischen Schuhe anhabe. Das sind meine Jordan Ones. Die hat er von der Firma beschenkt bekommen, das sind so Hausschuhe. Und immer wenn jetzt Gäste kommen, dann tragen die halt hier, weil es ist auch relativ kalt für seinen Hund und so bleibt man warm. Aber jetzt kommt das Besondere, folgt mir. Und zwar, sein Hund heißt Luxy und wie ihr hier sehen könnt, Luxy Puppy Pad CEO. Hat sie ihr eigenes kleines Reich, wo sie sich zurückziehen kann. Und das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Haben wir gewartet, bis es Nacht ist, um euch oben zu zeigen. Erstmal, weil wir dann noch bessere Views haben nach draußen, wie das hier in Dubai bei Nacht aussieht, aber auch damit oben ein bisschen besser zur Geltung kommt. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier die Treppe hoch und fangen wir mal die Tour an. So, wie wir hier schon sehen können, haben wir hier ein Banksy-inspiriertes Bild. Ihr kennt ja sicherlich das Video, wo Banksy sein eines Gemälde verkauft hat und auf einmal wurde es geschreddert. Das ist hier so derselbe Vibe, der hier stattfindet. Und hier haben wir nochmal so eine Kostdeule, die man halt collecten kann und im Resell halt auch wirklich alle echt gut sind. Also hätte ich nicht gedacht, dass man mit denen hier noch Profit machen kann. Aber die Dinge sind begehrt und das ist halt passt zum Theme des Hauses, wie wir unten schon gesehen haben. Und jetzt kommen wir mal hier weiter hoch. Ja, würde ich sagen, wir fangen mal an mit den zwei Schlafzimmern. Das hier ist das Gästezimmer, ein Bett, Nachttisch. Nochmal so ein Bear Bricks Bild, wie wir unten ja auch schon gesehen haben. Und natürlich dieser hammergeile Ausblick bei Nacht in Dubai mit den ganzen Gebäuden, mit den Lichtern. Man sieht die Palme hier links. Geradezu sieht man noch ein bisschen das Burj Al Arab, auch wenn die das leider nicht mehr gerade anstrahlen.
Ja, ist ein unfassbarer Ausblick. Hier rechts immer noch den Balkon. Da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Und ja, das ist der Ausblick aus dem ersten Guest. So, jetzt gehen wir mal in das zweite Zimmer rein. Großer Fernseher hier, Bett, mega bequem. Alles da, was man braucht. Aber hier eben das Geile an dem Zimmer. Der Hammer-Ausblick. Das ist natürlich mal wieder ganz großes Kino hier. Macht morgens auf, will hier seinen Kaffee trinken. Man hat hier diesen Ausblick. Das ist natürlich, worauf es hier bei dem Apartment eben wie gesagt ankommt. Also, machen wir mal weiter. Zeigen wir euch mal ein weiteres Highlight dieses Hauses. Also wenn die ganzen Views nicht viel genug wären und wie es unten aussieht, haben wir hier einen privaten Friseurraum, Laden, Shop, Barbershop drin, Lachscuts. Und ja, mein Kumpel hat einen privaten Friseur, der immer vorbeikommt und deswegen hat er sich diesen kleinen Raum hier nicht als Storage eingerichtet, um irgendwas zu lagern, sondern er wollte halt eben einen privaten Bereich haben, wo er sich die Haare schneiden, dass er keinen Bart machen kann. Und ja, das hat er sich hiermit erfüllt. Und ich selber habe hier auch schon einen Haarschnitt bekommen, das hat man auf meinem Instagram gesehen. Könnt ihr mir gerne folgen, wenn ihr wollt, um eben mehr so einen Einblick in mein Leben zu sehen und mal, was man halt hier so macht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein nices Feature für dieses Haus. Gerade weil es irgendwie was ist, was nicht viele haben, einen privaten Friseur, der zu einem nach Hause kommt und einen morgens oder abends, bevor man nochmal weggeht, nochmal die Haare frisch macht, nochmal die Frisur stylt. Ja, das ist schon was ganz Besonderes. Ja, wie ihr hier sehen könnt, so sieht es dann aus, wenn man hier sitzt. Hinter mir würde dann der Friseur natürlich stehen und ja, also hier mal ziemlich nice. Und jetzt gehen wir mal rein in die Master Suite mit der eigenen privaten Terrasse. Wie gesagt, vorab, hier oben wird noch einiges gemacht. Der ganze Raum, Ankleide und Bad wird nochmal renoviert und neu gemacht. Aber wir zeigen es euch, wie es jetzt ist. Wir sprechen ein bisschen drüber, was noch kommen wird. Und ja, zeige euch mal jetzt den momentanen Stand. So, wie wir sehen können, wir haben einen riesigen großen Raum. Es ist noch nichts fertig. Das Bett ist schon da. Das wird aber alles noch gemacht. Was an dem Raum relativ cool ist, ist das Licht. Und zwar, wenn man das Licht ausmacht, hat man hier oben LEDs drin. Die können jede Farbe annehmen, die man möchte, Farbe verändern. Und das ist halt schon eine relativ coole Atmosphäre. Mein Kumpel überlegt sich, ob er hier oben noch einen Sternenhimmel einbauen lässt, zusätzlich zu den LEDs, die man anmachen kann, die dann auch die Farbe mit den LEDs dahinter verändern, was ganz cool ist. Werden wir mal schauen, ob es noch gemacht wird. Aber wäre auf jeden Fall eine coole Idee. Was sonst noch kommt, hier kommt ein großer Fernseher hin, so ein großer mit unten, so ein 90-Inch Flatscreen-TV. Hier vor so eine kleine Sitzecke, dass der Tisch kommt natürlich weg, den jetzt nur hingestellt, dass er seine Uni-Sachen machen kann und wenn er Arbeit hat, dass er es machen kann. Ja, dahinter kommen noch schwarze Curtains, also schwarze Gardinen, die automatisch auf und zu gehen. Das ganze Grau, was man hier sieht, wird auch noch in schwarz gemacht, dass es alles ein bisschen sauberer aussieht. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz in die Ankleide rein. Wie gesagt, das ist alles provisorisch, noch nicht fertig. Dieses ganze Haus ist komplett auf Handy, du kannst so ein Smart Home, du kannst alles per Handy steuern, du kannst die Tür per Handy steuern, du kannst die Klingel per Handy steuern, du kannst das Schloss verriegeln der Tür, du kannst die ganzen Lichter machen, du kannst die AC einstellen, die Klima einstellen, kann man alles von seinem Handy aus machen. Ja, relativ cool, sehr teuer, aber halt auch sehr edel und sehr nice. So, das ist wie gesagt die Ankleide hier. Es ist noch nichts Besonderes, es sind halt ein paar Schränke drin, es wird alles rausgenommen, neu gemacht. Kommt mit einem Designer hier rein, der das alles einrichten wird, dass man hier eine richtige Einkleide hat. Aber wir haben halt hinter mir wieder die Hammer-Views, wenn man sich hier einkleiden möchte. Was halt wie gesagt ganz cool ist, kommt mal mit, Leute. Wenn ich das Licht ausmache, hat man halt wieder ein Hammer-View, wenn man sich hier umkleidet, umzieht. Ich habe meinem Kumpel zwar schon gesagt, ich würde hier eine Gardine vormachen, dass der Tower gegenüber einem nicht reinklotzen kann, aber das ist natürlich auch wieder ganz cool, wenn man sich hier morgens anzieht und einfach so einen Ausblick hat. Ja, und wenn wir schon vom Ausblick sprechen, zeige ich euch jetzt seine private Terrasse. Und zwar hier. Er hat hier provisorisch so eine Couch stehen, wenn man hier einmal chillen möchte. Was hier geplant ist, ist, dass hier ein Jacuzzi raufkommt. Das ist auch schon vorgesehen in den Penthouse-Plänen. Hier oben wird ein Jacuzzi hingestellt. Natürlich mega, wenn man diese Blicke hier hat. Und es ist ein spektakuläres Penthouse, muss man wirklich sagen. Eins der besten hier in Dubai von den Blicken her. Ja, einfach Hammer. Ich freue mich natürlich darauf, wenn es fertig ist. Euch das dann hoffentlich nochmal zeigen zu können, wenn ich das nächste Mal hier bin. Ja, aber ich hoffe auf jeden Fall, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch bitte ein Like da, lasst ein Abo da für den Kanal. Teilt dieses Video mit euren Freunden. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt es mir gerne in den Kommentaren oder schreibt mir auf Instagram. Wenn ihr, könnt mir ja mal gerne sagen in den Kommentaren, was ihr hier über dieses Penthouse denkt, was ihr hier über diesen Ausblick denkt.
Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. That's why I'm like FD off the side. Real eyes, real lies, all those real lies. Meet me on the other side.